Wir sind durch mit dem Rückentraining. Wir sind am Ende, aber aufgepumpt. Und deswegen gibt es jetzt einen kleinen Formcheck, den Manu macht. Manu wird uns ein bisschen unter die Lupe nehmen und wird gucken, wo unsere Stärken und Schwächen liegen, was wir verbessern können, was wir in Angriff nehmen können. Tobi ist schon halbnackt dabei. Dann sind wir mal gespannt, was Manu zu sagen hat. Dazu muss man sagen, Tobi ist 21 Jahre alt, hat schon 20 Wettkämpfe hinter sich, ne? 18, irgendwas in dem Okay, Dreh. Zwischen 18 und 20, wir hatten irgendwie 19 gestern. Also zwischen 18 und 19 Wettkämpfen, 21 Jahren schon verdammt viel. Also die Erfahrung ist da. Ich bin selber echt gespannt, habe ihn selber noch nicht von der Form gecheckt. Also vor mir für Offseason ist absolut okay noch. Wir sind jetzt ein bisschen so in der Regenerationsphase. Die letzten Wettkämpfe sind ja noch nicht so lange her. Für das ist es auf jeden Fall gut. Der Rücken ist natürlich immer so ein typischer Muskel. Gerade jetzt nach dem Training ist der zwar auf Pump. Was natürlich dann immer weg ist, ganz klar, das sind die Details. Und das ist sowieso die ganzen Details, die man natürlich erst immer unmittelbar in der Wettkampfvorbereitung hat, wenn der Rücken richtig frei wird. Was jetzt natürlich besser aussieht, wenn immer das Volumen unter Pump drin ist, ist, man sieht einfach, dass der Latt natürlich jetzt voller ist. Das sieht man auf jeden Fall. Das ist gut. Okay. Für mich persönlich immer. Das macht auch jeder Athlet natürlich anders oder jeder Vorbereiter. Für mich persönlich ist es immer wichtig, dass ein Athlet auch in der Off-Season, dass man Bauchmuskeln zieht oder Bauchansätze. Wenn die überhaupt nicht mehr zu sehen ist, dann ist der Körperfettanteil einfach zu hoch. Also das sollte schon noch sichtbar sein, leicht zumindest die Ansätze. Da kann man sich immer ein bisschen orientieren. Beim Tobi kann man sagen, die Haupt-, ja in Anführungszeichen, Schwachpunkte haben mit Sicherheit noch mehr Arme, braucht er noch. Können ein bisschen dicker werden, Brustvolumen kann ein bisschen mehr werden, aber es ist alles auf jeden Fall absolut im Rahmen, also auch nichts, wo man sagt, das ist eine eklatante Schwäche, kann man gut daran arbeiten. Und der ist ja noch extrem jung, also da sehe ich auf jeden Fall noch viel Potenzial für die Zukunft. Was er gut hat, Tobi, machen wir nochmal ein Line-Up. Was immer wichtig ist oder gut ist natürlich für einen Athleten, wenn er das hat. Man sieht bei ihm beispielsweise, der hat sehr gute Schlüsselbeinbreite. Also er hat einfach den Rahmen, um noch entsprechend Muskeln drauf zu bauen. Es gibt ja auch Athleten, die haben einfach ein schmales Schlüsselbein, wirken extrem gedrungen. Da wird es halt schwer, noch viel Muskeln drauf zu bauen. Aber bei ihm ist so, der hat einen Rahmen, selbst wenn der jetzt nochmal 10, 15 Kilo mehr hat, dann sieht der immer noch symmetrisch aus, weil er einfach den Rahmen dafür hat. Das ist immer sehr vorteilhaft bei einem Athleten. Bei Tobias, ja, der dieses Jahr auf jeden Fall Schwerpunkt Muskeln drauf zu packen. Wie ich schon gesagt habe, den Rahmen dafür hat er ja. Also du bist jetzt 21, ne? Wärst ja theoretisch auch nächstes Jahr immer noch Junior. Da muss man natürlich mal sehen, was dann der nächste Schritt oder Weg ist, welchen Wettkampf da man anpeilt. Ich persönlich bin immer ein bisschen so für den klassischen Weg. Vielleicht nochmal national einen Wettkampf zu machen, wobei das eine das andere nicht ausschließt. Und dann kann man ja gucken, auch mal, oder würde ich Ihnen auf jeden Fall vorschlagen, einen internationalen Wettkampf zu machen. Aber das muss man mal sehen, wie er sich jetzt da die nächsten Monate entwickelt. Aber da haben wir auf jeden Fall genügend Möglichkeiten. Ziel sollte dann sein, diesmal waren wir knapp unter 100 Kilo. Beim nächsten Mal auf jeden Fall dann über 100 Kilo an den Start zu gehen. Und ich finde es gut bei jungen Leuten, oder sollte man das so machen, die soll man Schritt für Schritt aufbauen. Man muss nichts mit der Brechstange machen. Ja, genügend Zeit. Und wie gesagt, da ist in alle Richtungen so viel Potenzial. Also bin ich sehr guter Dinge. Das Bein ist echt krass. Was machst du für die Beine? Beinpressen. Kniebeugen, Beinpressen, aber habe ich ja schon gesagt, nicht so viel Volumen. Ja, das ist. Okay, gut. Ja, Lattbreite ist immer, Lattbreite ist gut. Muss die alte auf, machen wir nochmal bitte. Was er natürlich auf jeden Fall auch brauchen kann, weil das ist einfach noch mehr Rückendichte. Aber das ist natürlich was, das kommt im Laufe der Trainingsjahre einfach. Wenn man jetzt das Rückentraining umstellt, bin ich mir sicher, da passiert noch was. Okay. Jetzt wird es schwer mit dem Vakuum nach dem Rücken. Also nächsten 4 bis 8 Wochen Ziel, Körperfett langsam runter schon,
Okay, und gleichzeitig versuchen wir jetzt noch ein bisschen Muskeln draufzubauen. Das funktioniert auch gut. Um Muskeln aufzubauen, braucht man keinen großen Kalorienüberschuss. Ich weiß ja, wie seine Ernährung momentan ist. Wenn wir Kohlenhydrate ein bisschen absenken und dann, wie gesagt, versuchen, langsam jetzt schon Form reinzubringen, weil ich einfach ein Freund davon bin, rechtzeitig vor dem Wettkampf fertig zu sein. Also nicht erst ungefähr eine Punktlandung zu machen und zu sagen, Wettkampf ist in einer Woche und jetzt ist man fertig, sondern das Allerbeste ist natürlich, wenn man sagt, man ist wirklich teilweise 3-4 Wochen vor dem Wettkampf fertig, dann kann man noch ein bisschen ausprobieren, kann den Körper erholen, kommt der Form auch zugute, kann das Stresslevel im Körper einfach sinken und das ist immer der bessere Weg. Und das sollte eigentlich das Ziel sein, dass man also rechtzeitig fertig ist und da ist jetzt noch genügend Zeit. Das ist auch etwas, worüber wir wirklich lange geredet haben. Wir haben uns lange unterhalten. Wir haben uns auch wirklich extrem gut verstanden bei den ersten Gesprächen. Dementsprechend ist dadurch die Chemie stimmt auch. Und es ist auch nicht so weit entfernt. Dementsprechend werde ich bestimmt ab und zu mal rüberfahren, um Manuel noch mal rüberschauen zu lassen und zu gucken, wie die Form ist. Mir war auch ganz, ganz wichtig, dass er die Ausgangsform kennt, dass er auch weiß, wie reagiert der Körper jetzt wirklich. Das ist mir wichtig, auch immer live zu sehen. Also man kann ja heutzutage im Zuge des Internets und so, man kann sehr viel natürlich mit Fotos, online etc. machen, ist kein Problem. Aber wichtig ist trotzdem auch, dass man Athleten natürlich mal live sieht. Ja. Ich meine, es funktioniert auch anders. Ich habe die letzte Vorbereitung mit Enrico Hofmann, den habe ich kein einziges Mal live gesehen. Funktioniert auch, wobei ich den vorher schon ein paar Mal live gesehen habe. Und dann kann man natürlich auch jetzt bei beiden, kann man mit Sicherheit beim Training auch noch viele Dinge optimieren. Also da gibt es so viele Schrauben, sage ich mal, wo man noch drehen kann, dass die Leute einfach besser werden. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Monate. Also wir sind jetzt 5,5 Weeks out, muss man jetzt von hier aus sagen. Da ist viel Luft, da ist auch viel, viel Platz für Veränderungen. Ich freue mich extrem drauf, bin auch extrem froh, dich an der Seite zu haben, weil die meisten von euch, die kennen ihn ja aus genau diesem Spektrum der Wissensquelle. Ja, für mich extrem dankbar und dann kann es auch nur eine gute Vorbereitung werden. Wie wir platziert werden, das steht aus, das ist nicht die Frage. Hauptsache die Form vom letzten Jahr wird geschlagen. Ganz genau. Und darum geht es eigentlich jedes Jahr. Das sollte immer das Ziel eines Athleten sein. Es gibt immer viele Athleten, die sind immer so, logisch, man will immer natürlich am liebsten gewinnen oder eine super Platzierung machen und viele schieben es dann immer nur auf die Plätze. Es ist mir auf vielen Athleten schon so gegangen, die haben eine deutliche Verbesserung gebracht und wurden trotzdem schlechter platziert. Ne? Das gibt es auch, da steckt man nie drin. Dann sage ich, trotzdem hast du dein Ziel erreicht, du hast dich verbessert. Das steht immer, wenn man das schafft, dass man ein besseres Paket auf die Bühne bringt, dann hat man schon eigentlich alles richtig gemacht. So ist auf den Rest hat man selbst keinen Einfluss, das entscheiden Kampfrichter. Aber Ziel sollte immer sein, sich von Jahr zu Jahr verbessern. So ist es. Ihr habt es gehört, Leute. Vielen Dank, Manuel, für deine Zeit, für deine Gastfreundschaft, für das gute Training. Hat Spaß gemacht. Danke auch, Tobi, dass du so fleißig war es. Sehr gerne. Frisch von der Arbeit gekommen und trotzdem noch hart trainiert. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Seid gespannt, denn nächstes Jahr wird noch einiges Cooles auf euch zukommen. Und in diesem Sinne sehen wir uns bald wieder.